Hallo und herzlich willkommen zum Räuberboss im September 2023. In diesem Video zeige und erkläre ich euch mein Team, mit dem auch ihr das Event erfolgreich spielen könnt. Im Shop habe ich bis zur dritten Stufe gekauft, das habe ich deswegen gemacht, weil ich gerne alle Waffen im Spiel sammle und diese Waffe kommt auch bei mir im Team vor. Wenn ihr nicht genug Edelsteine habt, zeige ich euch auch gleich noch, wie ihr die Waffe bekommt, ohne Edelsteine einsetzen zu müssen. Ihr solltet aber mindestens Stufe 2 kaufen, das kostet ca. 90 Edelsteine, damit ihr die Dreizackwächterin Mera einmal garantiert bekommt, denn sie ist der Eventhauptmann bzw. der Göttertöter in diesem Event. Was heißt das? Ihr seht, sie fügt einem Feind 52 Schaden zu und wenn der Gegner ein Boss ist, verursacht sie dreifachen bis fünffachen Schaden, basierend auf den Aufstiegen. Das heißt, wenn ihr sie bei Stufe 2 einmal kauft, macht sie dreifachen Schaden. Ich habe sie dann mit zwei blauen Orbs auf Mystisch aufgewertet, dann macht sie fünffachen Schaden. Und wenn ihr sie zum Beispiel plus einmal aufwertet, macht sie vierfachen Schaden gegen den Boss. Das gleiche wäre dann auch bei der dritten Eigenschaft Göttertöter, aber die ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ihr sie auf alle Fälle einmal im Team habt, denn sie bringt auch doppelte Punktzahl in diesem Event. Wie ihr seht, sie ist der Eventhauptmann und sie hat halt doppelte Magie und bringt zweifache Punkte im aktuellen Event. Wenn ihr die Waffe haben wollt und ihr habt nicht genug Edelsteine, dann könnt ihr diese Waffe auch in der Seelenschmiede unter dem Reiter Waffen herstellen, falls ihr diese Ressourcen haben solltet. Ein Siegel habe ich noch übrig und hier ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Als Klasse habe ich den Gezeitenrufer. Den Gezeitenrufer habe ich deswegen drin, damit wir aus dem Königreich Melantris kommen, wie alle anderen Einheiten in dem Team auch, und wir automatisch als Einheitstyp vom Meervolk sind. Damit sind alle Einheiten bei mir im Team vom Meervolk und aus dem Königreich Melantris. Schön ist auch bei dem Talentbaum bei Stufe 70 die Eigenschaft Wasserbeherrschung, denn dadurch erhalten wir zusätzliches blaues Mana beim Kombinieren von blauen Edelsteinen. Und natürlich bei Stufe 100, wenn ihr sie freigeschaltet habt, das wässrige Ehrgefühl, denn da bekommen alle Meervolk-Verbündeten 2 Magie, wenn ein Feind stirbt. Als Banner habe ich das Kragenbanner, weil wir vor allen Dingen braun und blau brauchen und wir haben kein Lila im Team. Ansonsten besteht mein Team aus folgenden Einheiten, wie schon erwähnt, die Waffe aus dem Shop, die drei Gräber. Er ist der Mana-Produzent, denn sie lässt 55 blaue Edelsteine explodieren und dann gewährt sie allen Verbündeten aus Merlantris einen zufälligen Statuseffekt. Und da wir ja alle aus dem Königreich kommen, bekommen alle einen positiven Statuseffekt. Dann habe ich zweimal den Tiefenkönig drin. Der Tiefenkönig fügt zwei zufälligen Feinden 58 wahren Spritzschaden zu, dann lässt er sich untertauchen und einen zufälligen Verbündeten auch. Das heißt, wir gehen direkt mit dem Tiefenkönig auf das Leben der Gegner und ignorieren die Rüstung. Und schön ist auch hier die dritte Eigenschaft, Kiefer, alle Meervolk vom Meervolk erhalten 3 Attacke bei 4er oder mehr Kombination. Das heißt, alle Einheiten profitieren auch davon wieder im Team und das doppelt, weil ich die Einheit zweimal drin habe. Wenn ihr den Tiefenkönig noch nicht habt, dann könnt ihr den Tiefenkönig übrigens in der Unterwelt See der Trauer bekommen. Einfach da ein paar Kisten öffnen und mit viel Glück bekommt ihr dann halt den Tiefenkönig hier rausgezogen. Gut, diesmal war das Glück mir nicht hold, aber wie gesagt, einfach ein paar Portale da öffnen. Und an der letzten Position habe ich, wie schon erwähnt, den Eventhauptmann, die Dreizackwächterin Mera. Und wie gesagt, was sie macht, habe ich euch vorhin schon erklärt, denn sie fügt halt einem Feind 59 Schaden zu. In dem Fall sogar doppelten Schaden, weil sie halt in dem Event doppelte Magie bekommt. Das ist mein Team und wie das Team genau gespielt wird, zeige ich euch jetzt anhand meines letzten Siegels. Als erstes versuchen wir oben die erste Einheit voll zu bekommen, indem wir halt grün oder braun benutzen. Vierer Kombination natürlich immer wieder mitnehmen. Habt ihr kein grün oder braun zur Verfügung, dann versuchen wir schon mit blau die zweiten voll zu bekommen, beziehungsweise wir können auch schon mit gelb versuchen, die letzte Einheit voll zu bekommen, damit sie den Boss schnell besiegt. Ist die letzte Einheit voll, natürlich den Vierer-Kombo mitnehmen, dann spielen wir den Wächter, den Bosskiller. Ihr seht, er macht jetzt doppelten Schaden, das heißt, anstatt 59 macht er 114 bei mir jetzt. Und mit dem Bosskiller immer, wie der Name schon sagt, Bosskiller, immer auf den Boss gehen. Das heißt, nicht eine der ersten drei, sondern immer die letzte Einheit nehmen. Und damit ist der Boss schon mal weg. Vierer-Kombo kann man, wie gesagt, immer mitnehmen. Ansonsten, wenn der zweite und der dritte voll ist, spielen wir ihn natürlich. Und ihr seht, wir gehen direkt auf das Leben der Gegner. Und dadurch ist der Kampf relativ schnell erledigt. Das ist mein Team, mit dem ich das Event spiele. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, dann lasst einen Daumen nach oben da.
Und allgemein, wenn ihr Videos zu Gems of War sehen wollt, so könnt ihr auch diesen Kanal abonnieren, da es hier regelmäßig Videos zu Gems of War gibt. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!